Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact. Wir machen heute weiter mit der aktuellen Aktion. Are you kidding me? Wie zum Teufel kann man da überhaupt dran hängen bleiben? Okay, vorher würde ich noch gerne diese Dinger auslösen. Oh, ich war zu langsam. Yeah. Noch eine easy Truhe abgesnackt. Nichts leichter als das. Ist da drinnen vielleicht auch noch was? Ich meine, wir müssen jetzt eh kämpfen. Nope. Haben sie nur so getan. Alright, und wir sammeln noch die weiteren Fragmente. Ruinenwächter sind jetzt wirklich unsere Gegner. Das meinte ich ja eben, wir müssen jetzt oder so kämpfen. Und dann machen wir dieses verzerrte Sphäre. Gucken mal, was die so auf Lage hat und wie viele Punkte wir sammeln können. Ich denke nicht, dass wir sie abschließen, also 20.000 Punkte. Ich weiß auch gar nicht, wie man Punkte bekommt, das wird sich dann zeigen. Aber ich denke mal nicht, dass man es in der ersten Woche schon auf 20.000 Punkte schafft. Zumindest nicht einfach so. Es wird wahrscheinlich schwierig sein und einige Anläufe kosten. Also ich würde sagen, wir gucken es uns einfach an und dann wird uns ja sehen, okay, wartet man lieber oder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, man wird lieber fahren. Und dann, jo, am Ende der Aktion die 20.000 Punkte farmen. That's the plan. And I'm Dan with the plan. Nur, dass ich nicht Dan bin. So, wo ist unser nächster Kandidat? Da unten. Aber ja, coole Aktion, weil es gibt wieder eine Menge Urgestein. Das ist immer gut. Und ja, auch sonst coole Belohnungen. Und es ist einfach auch mal wieder ein bisschen was anderes. Ich meine, Monster töten, okay, das hast du immer, ist immer das gleiche, schon klar, aber ja, gut, dass sie nicht immer das gleiche recyceln, sondern schon probieren, zumindest ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also genau das gleiche meine ich. Oh, hey! It's so mean. Uff, das wird jetzt schwierig. Sie dürfen ihre Schilde nicht bekommen. Und zu spät. Wir dürfen ihre Schilde nicht bekommen. Bekommt sein Schild. Surprise Pikachu Face. Ja, beide haben Half-Life, also. Geht schon. Could be worse. Ach du Heilige. Alter, die Regenschwerter gehen durch den Schild einfach durch. Nice. Das ist ja der übelste Counter. Nice. Das ist cool. Gehört der Hilichol auch dazu oder steht der hier einfach nur zur Deko? I don't know. Wahrscheinlich gehört er nicht dazu. Aber, weil ich ein gemeiner Sack bin, wird er trotzdem vernichtet. So. Wow. Oh, und der letzte ist eh direkt da oben. Oh, nein. Wisst ihr, welche Stelle das ist? Das ist die Stelle mit den zwei Kryo und... Ne, zwei... Mit den zwei Hydro und einem Kryo-Abgrundmagier. Was ziemlich die ätzendste Kombi überhaupt ist. Und hier fehlt mir tatsächlich noch eine Selie. Wo ist die ungefähr? Hier? What? Ah, wo hier? Stabilize. Where is it? You have to show me. Selie? Ah, hier. Lol. Alter, wie habe ich die nicht gesehen? Was zum Teufel? Schnell weg. Run. Ich will nur meine Belohnung haben. Nothing else. Give me my reward. Ich habe sie verdient. Inkompetenz lässt grüßen. Nice. Alright. Gut. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt, ich glaube, zwei Hydro und ein Kryo-Abgrundmagier sind hier, glaube ich. Oh, da doch nur 1-1. Na, es waren safe 3 insgesamt.
So, und da oben ist noch so ein Ding. Oh mein Gott. What the heck? Oh Mann, wenn der, Alter, wenn der eine Sekunde früher oben gewesen wäre, hätte der die Explosion voll gefressen. So hat sie ihn nicht getroffen. Oh, sie hat meine Ultimate gedodged. RIP. Aber das heißt, sie haben den Ort sogar genervt. Die haben mich gerade eingefroren als Oss, was anscheinend überhaupt nicht möglich ist. Cool. Danke dafür. Weil normalerweise sind hier stärkere Abgrundmagier, beziehungsweise einer mehr halt noch. Das heißt, ja, sie haben es schwächer gemacht. Was irgendwie keinen Sinn ergibt, wenn man mich fragt. Also ich meine, das ist gut, weil ich mich hier jedes Mal aufregen könnte, wenn ich hier bin. Oder was heißt könnte? Ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich hier bin. Aber ja. Wäre cool, wenn die Drops mal nicht darunter fallen würden. Das wäre echt cool. Warum muss man die Kämpfe immer so dämliche Klippen machen, dass alle Drops runterfallen? Dass man nochmal runterlaufen muss, sich die Drops holen. Eigentlich könnten sie es eh so machen, dass man einfach alle Drops automatisch ins Inventory gelegt bekommt. Weil ich meine, was willst du machen? Sie nicht aufheben? Warum sollte man jemals einen Drop nicht aufheben? Also ich meine, ich bin jetzt kein Genshin Impact Pro, aber ich habe zumindest ein bisschen gespielt und kann sagen, mir würde kein Szenario einfallen, in dem man einen Drop absichtlich nicht aufheben will. Also, wirklich nicht. Alright, damit sind wir im ersten Akt fertig. Alles erledigt. So. Ach du Heilige. Schreibt halt gleich einen Roman dahin. Figuren besitzen 5 Stapelungen des Effekts Klingentanz, wobei jede Stapelung des Effekts den mit Standardangriffen dieser Figuren verursachten Schaden um 15% erhöht. Erhöht die Standardangriffsgeschwindigkeit bei 5 Stapelungen um 15%, verringert den Effekt beim Erleiden von Angriffen um 1 Stapelung. Auf diese Weise können pro Sekunde bis zu 1 Stapelung verloren werden. Gibt Figuren alle 10 Sekunden auf dem Feld eine Stapelung des Effekts Klingentanz, bis die Höchstmenge von 5 Stapelungen erreicht ist. Stapelungen und Zeit zum Erhalten neuer Stapelungen werden für jeder Figur einzeln gezählt. Also du bist einfach schneller, aber wenn du getroffen bist, verlierst du Stapel. Mehr oder weniger. Genau. Also ich würde sagen, ich behalte das hier, weil ich ja mit Zhongli kämpfe. Das müsste eigentlich gut sein. Was? Die Energieleitschale ist ein altertümliches Relikt, das Gegenstand von Hosseins Forschung ist. Sie kann die Kraft der Menschen extrahieren und sie in Antriebskraft umwandeln, um Fragmente der Immenselfrucht zu reaktivieren. Die Antriebskraft basierend auf der Figurenstufe. Je höher die Stufe, desto größer die Antriebskraft und desto mehr und mächtigere Fragmente. Ach, und ich kann es einfach hier... Aber was bringt mir das? Ich habe da jetzt 3 Figuren gespeichert und dann... Hä? Hat da gar nichts geändert, das ist ja trotzdem zusätzlich 0 geblieben. Hä? Ich habe das Limit schon erreicht, naja, ich verstehe das schon, aber warum kann ich dann überhaupt welche auswählen? Hm. Merkwürdig. Oh, ich könnte mir Diona schon holen. Ja, komm, machen wir doch. Nice. Diona eingeladen. Alright. Und dann haben wir noch diese verzerrte Sphäre. Die wollten wir noch testen. Und dann war es das auch schon wieder. War es halt schon wieder. Alright. Das ist doch knackig. Sphäre der Täuschung. Es gibt 4 verschiedene. 60 Belohnungen. Ach so. Ach so. Gesamtpunktzahl. Also alle 4 Sphären zusammen. Oder was? Also pro Sphäre dann quasi 5000. Ah. Und du kannst das selber wählen. Ex
Experte ist mal 5. Oh. Erhöht den Angriff von Gegnern um 15. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Erhöht den erhöht den Pyro-Widerstand, machen wir mal. Erhöht die Existenzdauer von aufgeladenen Kristallkernen um 100%. Machen wir mal die beiden. Oh, verringert den Angriff von Figuren ohne den Schutz von Schilden um 50%. Ist perfekt. Ich habe Zhong Li. Oh mein Gott, wir werden so aufs Maul bekommen. Verringert die Aufladerate. Ja, brauche ich für den Schild nicht. Das sind erst 2500. Wie soll man da auf 5000 kommen? What? Die LP der Gegner werden zusätzlich erhöht. Oh. Das kann man machen. Und dann kann man kein Zeitlimit auswählen. Verringert den aktiven Heileffekt. Verringert die Bewegungsgeschwindigkeit nochmal noch. Und dann brauchen wir noch eins mit 50. Ja, mach mal das. Sind 5000. Oh mein Gott. Das werde ich jetzt niemals schaffen. Aber wir haben kein Zeitlimit. Also theoretisch müsste es ja eigentlich machbar sein. Kein Zeitlimit. Ballern wir uns noch ein paar Power-Ups rein, weil sonst kriegt man komplett auf die Mütze. Dann machen wir hier eins rein. Und so eine Fischerschnitte. Dann gucken wir mal. Also ich brauche auf jeden Fall immer ein Schild. Sonst ist mein Angriff reduziert. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was ich ausgewählt habe. Ah ja, und die Gegner haben 400% mehr Leben. Also jeden Gegner, den ich töte, ist quasi wie als wenn ich 4 Gegner getötet hätte. Why am I doing this, man? Weil es geht eigentlich sogar, aber das sind ja nur die schwachen Gegner. Die Bosse, Alter, die Bosse. Oh mein Gott, die haben wahrscheinlich über 1 Million Leben, ey. Oh mein Gott. Oh man. Heileffekte habe ich nicht gemacht, ne? Also ich muss auf jeden Fall einfach darauf achten, dass ich immer ein Schild habe. Und naja, gut, das mit der Ausdauer merkt man jetzt schon. Ich bin sau langsam, ja. Aber das Krasseste ist eigentlich dadurch die ganzen Punkte, das mit den 400% Leben. Ja, das würde ich aber jedem empfehlen, weil ich meine, klar, es ist ätzend, weil es länger dauert. Aber da hast du, wenn du kein Zeitlimit auswählst, hast du unlimitiert Zeit. Und naja, ich meine, da machst du halt einmal eine ätzende, ultralange Sphäre. Aber dafür kriegst du doch auf jeden Fall die Max-Belohnung. Und darauf kommt es im Endeffekt an. Es ist ja besser, als wenn du ein Zeitlimit setzt und es 5-mal nicht schaffst. Da brauchst du ja mit denen trotzdem länger. I would say. So, beide Half-Life. Also wir haben jetzt quasi schon 4 von diesen Geodrachen-Echsen getötet. Als ob die beide ausgewichen sind, ist so lächerlich, ey. Ah ja, und Aufladerate habe ich auch... Ja, Aufladerate von den Fähigkeiten habe ich auch ausgewählt. Ne? Stimmt. Ja gut, das ist schon ein heftiger Nachteil natürlich nochmal. So, erster Gegner tot. Spawnt nicht direkt der nächste. Das ist halt, der hat halt nur noch so einen kleinen Strich HP. Und es sind halt einfach noch so 100.000 oder so. So viel Leben, wie das Viech wahrscheinlich normalerweise nicht mal ganz hat. Naja, bei 100.000 hat es schon, aber extrem viel auf jeden Fall. Für so einen kleinen Strich. Okay. Ja gut, das geht ja sogar noch. Nochmal so ein kleiner und ein großer. Gott, ich hasse diese Geodrachen-Hexen. Ich kann es euch nicht sagen, ne? Naja, kann ich schon. Ich hab's euch gerade gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, ich habe kein Schild. Ja, ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil wenn ich jeden Damage fresse, dann verschwindet mein Schild und dann mache ich keinen Schaden. Also ich darf mich nicht von allem treffen lassen. Also jetzt nicht, weil ich sonst sterbe, das ist nicht das Problem, sondern ich mache sonst keinen Schaden mehr. Oder weniger. Oh nein, ist das Kryo? Was zum Teufel? Der hat mich halt einfach weggedrückt, die Sau. Ja, aber es geht doch eigentlich, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon drin sind. Wahrscheinlich so 3 Minuten oder so.
gleich bei der Halbzeit. Oh mein Gott, dass der ausgerechnet den Kryo-Effekt hat. I absolutely hate it. Ich hasse es, eingefroren zu werden. Boom. Warum wird denn der eigentlich nie von irgendwelchen Fähigkeiten getroffen, dieser kleine Sack? Der Große ist schon Half-Life, kriegt hier mega aufs Maul und der Kleine rennt hier die ganze Zeit rum, frisst auch die ganzen Fähigkeiten und kriegt null Damage. Weil er immer so weit weg steht da hinten. Wo der einfach auch rumläuft, ne? Der Kampf findet halt ganz woanders statt und der rennt da irgendwo am Ende der Sphäre rum. Ich hasse diese Geodranix. So ein Müll. Wahrscheinlich hat er noch HP resettet auch zwischendurch mal. Das ist mir auch schon mal passiert in der Sphäre. Lol. Errungenschaft. Das ist mir auch schon mal passiert in der Sphäre, in der von, über der Okeanide, da wo man diese Pyro-Sachen farmt, die Lavaläufer-Sachen, da muss man ja am Anfang diese Schleime töten. Und ich habe meinen Schleim so nah an die Wand gehauen, in die hinterste Ecke, dass der andere Schleim einfach weggelaufen ist und wieder volle HP hatte. Also die waren so weit auseinander, dass der andere Schleim anscheinend dachte, ja, der Kampf ist vorbei, der Typ ist weg, so ungefähr. Und dann hat er einfach komplett resettet und war aber schon Half-Life. Ich habe erst gegen beide gekämpft. Und dann ist der eine halt weggesprungen, ich habe ihn ein bisschen rumgekickt, whatever. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben und dann war der andere einfach wieder voll. Ziemlich stupid. Aber, nein. Hab halt nicht aufgepasst. Zwischenzeitlich nochmal gewundert, wo der andere Schleim hin ist. So. Ja, also ich finde, es geht. Also ich finde es chilliger als mit einem Zeitlimit, das man sich setzen da nicht schafft. Bei 600 Sekunden 10 Minuten, also sind noch keine 10 Minuten drin. Jetzt sind es wahrscheinlich so 6, 7 vielleicht. Also wenn man es ein bisschen schwächer noch gemacht hätte, da hätte man ja einige, da hätte man ja wieder vieles entfernen können. Also wenn ich noch Zeitlimit 600 gemacht hätte, mal 4, es gab glaube ich 300, da hätte ich ja einige Debuffs wieder rausnehmen können. Da hätte ich zum Beispiel den Debuff rausnehmen können mit dem weniger Elementar aufladen, Aufladungen und so weiter und so fort. Da hätte ich ja dann viele Debuffs rausnehmen können. So, jetzt noch zweimal die Big Boys. Und dann haben wir es ja schon. Oh, Homer's Show. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich braucht man überhaupt keine 5000 Punkte pro Sphäre. Aber naja, wahrscheinlich doch. Also 20.000 kann man auf jeden Fall nicht kriegen von einer. Das ist unmöglich. Also kann das auf jeden Fall schon mal nicht gefordert werden. Also muss es dann 4x5 sein und das sind dann 20.000. Ich hoffe, das sind dann immer die gleichen Einstellungen. Das wäre cool. Oh. Ey, hör doch auf, Mann. Ist nicht im Schwimmbad auf dem Sprungturm. Du bist nicht Zhao, Bro. Du bist nicht Zhao. Wieso hat der eine fast voll? Hat der resettet oder habe ich ihn einfach irgendwie noch gar nicht getroffen? Ach, come on. Ist natürlich auch klüger, erst meinen zu killen, weil dann sind sie nicht mehr so nervig. Aber ein bisschen Schaden teilt mir sowieso AoE aus. Deswegen wüsste ich schon gerne, ob der da gerade resettet hat. Ah, ne, manchmal, wenn die vor einem dunklen Hintergrund sind, dann sieht man manchmal gar nicht, wie viel HP man schon abgezogen hat. Weil dann die leere HP-Leiste genauso aussieht wie der Hintergrund dahinter. Wow, wie tiefsinnig der Hintergrund dahinter. Tiefsinnig. Sinnig. Das ist doch mal ein Kampf, ey. Oh. So, Half-Life, das Ganze jetzt noch 4-mal quasi. Nicht ganz, aber ja, doch, kommt hin. Mein Schild ist weg, ich mach kein Damage mehr. Ja, die haben auch so übertrieben viele Angriffe, die so ultra viel Schaden machen. Mal voll heilen hier, nicht, dass es noch knapp wird. Ah, meine Power-Ups sind noch abgelaufen, ne? Stimmt. Meine Power-Ups sind abgelaufen, das habe ich gar nicht gemerkt. Zack. Nehmen wir das jetzt mal.
Ah, hier wieder kein Schild. Die nervigen Kühe, ey. Dass sie sich nicht gegenseitig schaden, weil der eine ist Hydro, der andere ist Elektro. Müsste doch eigentlich mal unter Strom stehen, der andere. Ich meine, steht da die ganze Zeit, aber es ist ja wahrscheinlich wegen Oz. Gehe ich mal zumindest davon aus, dass Oz irgendwas macht. Wenn ich ihn alle Jubeljahre mal beschwöre. Uff. Hey. Wir haben gleich einen, Wir haben ihn gleich. Jetzt. Got him. Okay, jetzt müsste es eigentlich wesentlich angenehmer werden, den zu killen. Unser Schild verschwindet fast nicht mehr, normalerweise. Viel weniger Angriffe, viel übersichtlicher. Und ja, schwieriger. Freundchen und Haarfleisch ist er ja auch schon. Also wenn ich schätzen müsste, ich habe mir nicht gemerkt, wann wir angefangen haben, aber wenn ich schätzen müsste, sind wir jetzt so bei 12 Minuten oder so. Und wie gesagt, das höchste Zeitlimit, das man sich setzen konnte, waren 600 Sekunden. Und wie gesagt, da hätte ich einige Debuffs rausnehmen können. Das hätte man locker schaffen können, würde ich sagen. Wenn ich den Debuff mit dem Aufladen rausnehmen würde und wir die Ultimates quasi permanent spammen könnten, vor allem die von Shinshio, ist ja ziemlich heftig. Also wenn ich die ganze Zeit hätte, die Regenschwerter, würde es sehr viel schneller gehen. Zusammen mit Zhongli's Angriffen und Oz passiven Schaden. Easy peasy. Aber die 400% zusätzliches Leben sind natürlich geisteskrank. Das muss man natürlich trotzdem runterprügeln, das dauert einfach. Im Endeffekt habe ich jetzt wie viel? Im Endeffekt habe ich jetzt 12 von den fetten Echsen besiegt. Weil es waren ja 3 Stück mal 4. Also 12. Und von den kleinen auch. Also 24 von diesen Geodrachen-Echsen in 12 Minuten oder so. Also es finde ich eigentlich okay. Kann man leben mit. Jesus. Und die 5000 Punkte, yeah. Boom, 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 boom. Nice. Okay. Genau, und weiter. Achso, aber es gibt nur 3 Akte. Aber es gibt 4 Sphären. Ach so, habe ich die jetzt schon freigeschaltet vielleicht. Kann ich jetzt direkt weitermachen eventuell. Das könnte tatsächlich sein. Nee. Aber das hat wahrscheinlich trotzdem nichts damit zu tun. Also die wird dann einfach frei. Ah ja, okay. Nevermind, vergiss es. Nevermind, ich hatte gerade mega den Denkfehler. Passt schon. Ja, cool. Passt. I'm zufrieden. Sehr gut. Und damit würde ich auch sagen, war es schon wieder mit dem Video. Ich bin fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.